Ein herzliches Hallöchen und willkommen zurück hier bei 7 Days to Die. Weiterhin mit der Danu und mit dem Xa. Hi. Moin. Hi. So. Nacht 56 naht. Ach, jetzt weiß ich, ich tue mal ein bisschen für Bums sorgen hier. Ich baue mal ordentlich Bums. Ich habe ja jetzt eh gerade Zeit, oder? Braucht sie gerade dringend was? Nö, unten die Rampe haben wir ja letztes Mal gesagt. Ja, aber die kann ich jetzt in der Nacht eh nicht machen. Also, können schon. Also, es ist nur die Frage, ob das Sinn macht. Nein. So, gut, dann gehe ich mal kurz Küche gestalten. Mhm. Ich mach derweil mal die Forges aus. Mhm. Warte mal, jetzt muss ich kurz mal bei der Forge schauen gehen. Klubschen gehen. Klubschen genau, auch das aus. Das war ja so. Wie nennen sich diese Teile da? Das war die Skischarten. Ja, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, muss ich ganz ehrlich sagen. Arrow Slits oder sowas. Ja, irgendwie so. Einfach mal nach Arrow suchen, dann sollte das eigentlich kommen. Mhm. Einen zweiten Alchemietisch haben wir nicht, oder? Nein. Okay. Noch nicht. Warum ist denn hier eine Treppe in der Küche, eine behelfsmäßige? Das war die erste Treppe zum Hochgehen. Ach, das war die erste. Na, dann mache ich die mal weg. Die kannst du wegmachen, ja. Xa hat sie nur nicht entfernt. Das waren oben ganz normale Holzblöcke, ne? Das waren die normale Wood Frames, ja. Okay, dann kann ich ja direkt reinsetzen. Dann könnte man nämlich oben jetzt auch mal, solange da. Ich muss ja jetzt auch erstmal warten, bis das ganze Gunpowder durch ist. Mhm. Dann könnte ich oben nochmal eine Reihe draufsetzen. Ich glaube, ich hatte nämlich nochmal produziert. Ich hoffe es jetzt. Ich habe da schon gerade eine Reihe draufgesetzt. Ja, klar. Und bin jetzt am Dach. Wenn der einfach mal mit uns reden würde. Der redet aber doch nicht, das weißt du. Der mag halt nicht mit uns reden. Nee. Der mag auch nicht, dass wir was machen. Wieso machen? Also. Boah, das wird nochmal eine riesige Fläche. Was macht man hier oben? Tanzsaal oder sowas? Unsere Schlafzimmer und sowas und Wohnzimmer. Ganz viele Betten. Ganz viele Betten und ein riesen Sofa mit riesen Fernseher oder so. Ja, also, das ordentlicher Fernseher muss schon sein. Ja, aber du. Das wird eher ein Kinosaal da, nur. Echt? Cool. Ja, wir machen da ein Let's Play Studio oben rein. Genau. Let's Play Studio. Ja, aber nicht nur eins, bitte. Oder? Ja, nee. Da können wir mehrere machen, genau. Ich fände das wirklich cool. Da könnten wir wirklich sowas machen. So, irgendwie so ein Schreibtisch. Kann man die... Ordentlichen Schreibtisch, ja. Ach, du weißt, was ich ja eigentlich mal gucken wollte, jetzt wo wir den Server haben, ob unten der Händler funktioniert. Aber das ist jetzt um die Uhrzeit auch nicht mehr so doll. Der wollte gerade sagen, zu haben, also jetzt von daher. Wird er dich gerade nicht haben wollen. Nee, er wird jetzt nicht so unbedingt empfänglich sein, ne? So, dann baue ich schon mal ein paar Bolzen, denke ich mal. Also wir haben 381 Schuss für die 762. Naja. Es ist ja jetzt auch schon mal nicht ganz verkehrt, ne? Nee. Du hast gesehen, wie viel ich dir mitgebracht habe, Koja. Was? Nitrat und so ein Schmach. Ja. Das habe ich gesehen. Das ist auch gut. Das verwerte ich jetzt gerade alles zu Gunpowder. Gut. Jetzt mache ich dann mag noch ein paar Bowls. Mag jemand draußen diesen einen Block ausbessern? Da, wo das Lagerfeuer stand? Warte mal. Ach komm, warum? Ansonsten. Wo? Was? Welchen? Was? Block? Lagerfeuer? Geh mal raus, dort, wo vor die der Minibank Tür steht. Der. Genau. Der Olle. Da war doch bisher immer noch das Lagerfeuer. Das habe ich jetzt. Brauche ich jetzt dort nicht mehr. Aha. Jetzt habe ich hier diesen hübschen Ofen gebaut. Das ist so ein riesiger Pizzaofen oder dann so. Baue ich da. Warte mal, hier könnten wir aber auch noch eine Reihe dran setzen, oder? Das sieht nämlich noch so ein bisschen blöd aus hier. Boah, ich denke, das ist okay.
kann man zumindest jetzt ordentlich noch eine Holzreihe. Ja, mache ich das gerade mal. Mache ich unseren Carport mal fertig. Ja, aber nebenbei vergiss nicht die Muni, gell? Die läuft du hast ja auch immer Leerzeiten zum Warten. Was macht dieser Xar eigentlich? Ah, okay. Der Bot. Haben wir ihn als Dachdecker eingestellt? Ohne dass wir es wussten, aber ja, okay. Total. Ja. Also. Er kann nicht einmal in seiner Freizeit mit seinem Beruf aufhören, gell? Naja, ich decke ja weniger daher, ich mache ja eher Möbel. Ja, eher, aber du hast doch mit Dächern zu tun. Ja, in dem Fall ist es aber auch noch Holzdach, oder? Ja, immerhin. Mhm. Ist es. So. Er kann nicht abschalten, gell? Er kann nicht abschalten. Ich muss bauen. Ich kann nicht ohne Holz. Ich habe auch ein Holzkuscheltier und es geht einfach nicht ohne Holz. Wir haben wieder. Ich weiß nicht, das macht mir gerade dezent Angst. Und mein Kopfkissen ist was nicht mit. Denn? Was mache ich denn? Das ist ja völlig okay, was ich hier gerade tue. Baumwolle ausgestopft, sondern mit Sägespänen. Wollte ich doch bauen. Ach mit so. Sägespänen, ah, okay. Ja, ja. Okay. Und deine Tastatur ist auch aus Holz und dass dein PC-Case aus Holz ist, haben wir ja auch schon gesagt. Wobei ich das echt cool finde. Also ich habe sowas schon mal gesehen, als bin mir nicht sicher, ob es ein Gesellen oder ein Meisterstück war, aber es sah echt cool aus. Ja, also da kann man doch bestimmt richtig, richtig tolle Sachen machen dann auch, ja. Super, als wäre es hier abgemessen gewesen. So, dann muss ich hier nachher nur wieder ein bisschen. Ich werde gleich wieder Erde ausbringen. Ach, du hast halbe Blöcke. Das sind halbe Holzblöcke. Mach das doch. Ich glaube, es fühlt sich gerade keiner angesprochen. Hi. Haben wir noch halbe Holzblöcke? Wie ist denn das mit halben Holzblöcken? Die muss man selbst bauen? Muss man selbst bauen, aber guck mal in die Baukiste, da sollte noch ein paar drin sein. Ja. Also die gibt es nicht als Frame, sondern die muss man als festen Block quasi genau. Ausdengeln. Naja, gut. Ach Moment, ich kenne ja das auch noch. Weit komme ich damit noch nicht. So. Hast du gerade schon wieder A gesagt? Was habe ich? Ach so, Arkweit, ja. Ja. Und es war diesmal nicht Xar, der da drauf gewesen hat. Also. Ich habe es mir die letzten Male verkniffen. Ja, haben wir gedacht, jetzt muss ich auch mal. So, mehr als 4 Sesseln brauchen wir nicht. Ach, richtig. Wir wollen ja eh keinen Besuch bei uns. Kommt drauf an, wer sich von uns hier dicker macht. Dann könnte schon mal sein, dass wir mehr brauchen. Sessel? Hast du da eine feudale Essecke oder wie? Natürlich. Weißt du, wie schwierig das ist, so einen Sessel wieder sauber zu kriegen, wenn da Xar drüber gesubbelt ist? Ja und? Das ist ja nicht mein Problem. Achso, mach Xar das sauber. Ist er die Putzfrau? Nein, du? Wie was? Ich hab doch keinen Putzdienst hier. Doch? Doch. Nee. Das müssen wir auch noch, Putzdienst. Das müssen wir auch noch, das müssen wir auch noch machen hier in unserer WG, ja. Du Putzdienst. Oh also meiner Meinung nach hat Koja die nächste Woche Dienst, oder? Die nächste Woche. Du hast widersprochen, von daher wird das automatisch einfach angenommen. Ich habe die Widerspruchsfrist nicht eingehalten, ja? Genau. Hat dir das keiner gesagt? Du, wir haben alles vom Meister gelernt. Von irgendeinem Koja. So. Der hat er ja schon ausführlich Erfahrungen mit seinen Knebelverträgen. Ja eben, und da haben wir uns halt was abgeschaut. Ja, also ihr habt da. Ja? Da seid ihr noch nicht gut genug, das geht nicht. Also ich. Find da noch eine Lücke. Noch nicht gut genug. Ich finde da noch eine Lücke, ihr müsst da noch ein bisschen üben.
Nee, die Lücken sind automatisch zu. Putzen. So. Wie sieht das eigentlich mit Fensterle aus? Fensterle hat man ja bisher eigentlich nur... Wollten wir doch die kaufen. Richtige ja. Fenster kannst du eigentlich nur kaufen, ja. Super. Naja. Okay, ein entschiedenes Naja. Oh, es ist Tag, es ist Tag. Oh, jetzt wollte ich gerade noch dekorieren gehen. Ich bin auch noch nicht fertig mit der Küche, aber bisschen weiter habe ich. Ja, wir haben ja eigentlich eh nicht mehr viel zu tun, oder? Ich wollte die Erde machen. Ach so, ein bisschen aufschütten, ja. Genau, aber du kannst ruhig weitermachen. Kannst ruhig Dach weitermachen. Jo, wenn es jetzt sonst nichts wirklich Dringendes gibt, mache ich das auch. Ich denke, ich werde es noch schaffen, vielleicht. Sprechen Sie sich aus. Aber bitte sprechen Sie in ganzen Sätzen. Ich bin nur ein bisschen vom Dach gesegelt. Wollte ich gerade sagen, runtergeplumpst ist er. Aber auf meinen Kaufvater, also war nicht wirklich tief. Ach so. So, haben wir ein Repair-Kit, Kojo? Ja, in der Waffenkiste müssen noch erledigen. In der Munition könnte es auch reingewandert sein, ich weiß es gerade nicht so genau. Ah, ich hab's ja. Nein, du Idiot! Lass mich nur sicherheitshalber nachschauen nach meinem Skill, aber ich glaube, ich habe ihn schon hochgebracht. Oh, lass mich raten, man kann Fenster nicht mehr abreißen. Nein, also ja, du kannst sie kaputt kloppen. Nicht irgendwie mit einer Wrench oder so ganz? Eventuell mit einer Wrench? Außer du willst Glasscherben haben. Oh, was hat der Kurier schon wieder eingestellt? Wie heißt denn der Repair? Bin ich jetzt so blind? So ein grünes... Der Skill dazu. Warte mal, ich brauche nur nachschauen. Fixer, genau. Irgendwas mit ja, Fixer. Ja. Fixer. Ja. Aha. Da höre ich's klirren. Ich auch. War das nicht. Mhm. Sondern? Glaube ich dir auch sofort. Wer dann? Das war Xar, der hat oben am Dach Mist gebaut und... Ja. Und dann? Und versucht mir das jetzt in die Schuhe zu schieben. Ich scheiße dir gleich ein paar Frames runter. Die Hunting Rifle in der fertigen war meine, oder? Ich glaub. Sollte, glaube ich, ja. Okay. Geh ich mal von aus. Ja, du, ich schlepp doch die Waffe nie mit. Deswegen suche ich es dann immer, wenn ich es mal brauche. So, das nehmen wir mit. Wo ist die zweite? Du hast gesagt, du hast einen zweiten Tisch hingestellt. Wo? Ach, Augen okay. Auf beim Tischkauf. Ich sehe durch deine hübsche Säule nicht durch. So, jetzt habe ich ein Fenster zu wenig. Komisch. Na sowas. Dafür habe ich mit. Na, dann gehen wir raus in die Höhle des Löwen. Die sind übrigens schnell kaputt, die Fenster. Man muss aufpassen, wenn wir jetzt uns hier mit Hämmern durch die Bude jagen. Wir würden doch sowas nie tun, Koja. Nein, niemals. Aber irgendwie. Nee. Das sieht man doch nie, weil es vor der Aufnahme ist. Ich finde es ziemlich cool hier. Also, das macht ganz schön was aus, nochmal so Fenster da zu haben. Was denn? Ich überlege mal gerade, wo du meintest zum Aufschütten. Ich sehe da überall zum Aufschütten. Ja, ja, du kannst, wo du willst, anfangen. Da ist genug zu tun. Nur die Frage ist halt, wo macht es insofern Sinn, als dass du auch noch fertig wirst? Ja, da bin ich gerade am Überlegen. Warte mal, fertig. Das ist nach wie vor so, dass wir außer der 762 nichts brauchen, ne? Oder schießen? Ja. Ach doch, die Magnum wollte ich doch bauen. Ja, die Magnums haben wir jetzt. Magnum. Genau. Ja, irgendwie hat er nur Minibike gehört und seitdem hat er auch wieder auf Magnum vergessen, gell? 44er war das, gell? Genau. Ja.
Oha, die ist teuer. Warum kann ich nicht bauen? Und ich glaube, hier habe ich nicht gelernt. Ja, da steht noch so ein... Könnte sein. So ein Onkel daneben. Jetzt alle. Wie viel Schuss habt ihr noch? 300, Quatsch. Gar keine. Da? Moment. Ich habe meine Waffe aber auch noch nicht geholt. Das heißt, bei mir liegt alles noch drin. Ich habe 65 Schuss. Okay. Super, da müsste ich ja eigentlich die Rampe weghauen. Ja, das ist okay. Wir haben 380 davon. Auf die Magnum freue ich mich. So, Bolts wollte ich ja noch weiter bauen. Mhm. Sehr schön, sehr schön. Ach, ich bin schon wieder heiß. Ich bin so ein heißer Typ. Unglaublich. Aus. Das hatten wir jetzt eine Folge, das reicht, Koja. Ja, da ging es aber um die Heatmap. Und jetzt? Ja, jetzt ging es um den heißen Typen. Ich stöhne hier rum schon vor lauter, weil ich so heiß bin. Mhm. Wurde mir sogar angezeigt, wie heiß ich bin. Ja, bitte dringend. Stein hat auch, kann auch rausgehen. Und schmeißt du ihn in den leeren Pool. Oh ja, zum Pool. Abkühlen. Und dann Sand drauf, alles, damit das Feuer ausgeht. Ist alles eure Schuld, dass der Pool noch nicht fertig ist, sonst wäre das alles hier nicht so. Was? Irgendwer wollte ja Schatzkarten suchen, damit wir Minibikes finden. Sonst wäre der Pool schon voll. Ja, mit Minibikes setzt man jetzt ja eh nicht ein, ne? Das kommt ja noch dazu. Das ist, also, das ist ja dramatisch. Das Fiese. Ist in der Tat, ich gebe es zu, ziemlich dramatisch, ja. Jetzt haben wir endlich Minibikes? Jetzt hätten wir wenigstens im Pool steigen können. Ich habe übrigens noch 359 Cressy Crown. Brauchst du die zufällig? Oder hast du genug? Ja, schön langsam brauche ich die. Ich tue sie dir in die Steinkiste oder in die Lehmkiste, da ist das ja immer drin gewesen. Okay. Ich baue gerade meine letzten 100, das ist nicht viel. Nicht für das, was ich da gerade mache. Ja, das geht schnell weg. Ansonsten, Munition läuft da drüben durch. Ich warte mal, ich schau gerade mal. Habe ich nicht irgendwann gesagt, ich mag nie wieder Rampen sehen? Ich meinte irgendwann mal sowas gehört zu haben, ja. So lange dauert also nie wieder. Ja, das ist öfters mal schneller vorbei als man denkt. Nie wieder geht verdammt schnell. Vorbei, auch nie wieder hat ein Ablaufdatum. Aha. Ich habe mir das auch. Eigentlich hat Xar noch viel zu wenig Rampe gebaut, ja, um das mal festzuhalten. Ja. Naja, aber der baut jetzt das Dach. Willst du das Dach bauen? Ja, das würde ich eher Dach machen, als da unten mit Erde Rampe aufschütten. Das ist Rampe für Dummies. Ja gut, Xa, dann lass Koja Dach bauen und du kommst runter. Nee. Dachte ich mir. Ja gut, was Statik angeht und so, wär's vielleicht gescheiter, Xa, bleibt oben. Oh, und Haltbarkeit und... Toll. Ich darf jetzt wieder im Dreck buddeln gehen. Ja. Du magst doch Spannereien, oder? Au! Den Spike hat schon ein anderer vor mir mitgenommen. Der war schon rot. So. Ich nicht, ich habe heute noch keinen Spike mitgenommen. Bumm. Au! Nein. Wo ist denn Stanu? Stanu ist im Eck. Am Eck. Warum habe ich hier eigentlich. Aus dem letzten Eck. Warum habe ich hier eigentlich alle Spikes repariert? Ich weiß keiner. Wenn schon wieder alles kaputt ist. Ja, da kam noch ein bisschen Besuch an. Ach, holen wir mal kurz ein bisschen Holz. Runde. Das Schöne ist, mir geht die Erde gleich aus. Ich habe 359 dabei und ich bin draußen da. Nur ich kann sie dir sofort hinschmeißen.
Du brauchst sie nicht hinschmeißen, du darfst sie auch setzen. Mhm. Aber dafür habe ich die gerade vorne jetzt so gut wie fertig. Aber nur so gut wie. Außerdem bricht jetzt die ganze Rampe unterm Hintern weg oder so. Ja, noch bei diesem Scheißwetter hier. Es ist ja ohnehin schon Strafarbeit und dann noch Pisswetter. Ah, es ist schon schlimm. Ja, ist doch schön, dass du mit dabei bist. Lebe ist hart. Mhm. Ja. War denn der Eingang? Irgendwo hat man doch eine Spike-Lücke, dass man durchkommt. Hier. Bei der Luke. Hast du noch Spikes dann? Ja, 182. Hier sind noch so ein, zwei Lücken. Ich komme gleich. Ich baue nur noch schnell die Erde, die ich habe. Dann ist sie aus. Dann muss der arme Kuh ja übernehmen. Ich guck gerade, wo die Lücken waren, die ich eben noch gesehen hatte. Achso, ich glaube, das war vorne, weil am Eingang irgendwo. Ach, egal. Ah, ne, hier. Nee. Oh, ach, egal. So. Also bis zum Eck da haben wir jetzt einmal drei rein, und zwar so das Reinrennen. Machen wir uns die restliche Rampe an. Relativ gut. Schauen wir mal, ja. So, hier noch ums Eck. Relativ. Es ist alles relativ. Zack, ich glaube, du hast an einer anderen Stelle gebaut, als ich meinte. Ich glaube auch. Aber Hauptsache, wir haben Rampe. Ja, ich bin an der anderen Ecke von der Mauer. Bei der anderen Rampe. Da wo schon Dreierreihen waren und wo sie nicht reingelaufen sind, oder wie sozusagen. Genau. Naja, wunderbar. Da laufen sie jetzt zumindest rein. Ja, das ist ja auch wichtig. Also zumindest auf der einen Seite. Die andere kriege ich jetzt nicht mehr fertig mit der Erde, die ich habe. So, das war's. Jetzt gehe ich mal die Spikes anschauen. Ja, schau mal, wo du Lücken siehst. Ja, ich habe auch ein bisschen Zement mit, damit ich gleich diese Lücke von die Xar bemerkt hat, schließen kann. Damit ich vertuschen kann, dass ich es nicht repariert habe. Ich hoffe, jetzt kommen nicht nochmal 20 Zombies hier. So, hier, kann man auch nochmal reparieren. Schauen. Oh Gott, wo kommen denn die ganzen Zombies her? Ich habe überhaupt nicht gehört. Oh Gott, das waren ein paar. Für mich irgendwie so, weißt du, so Déjà-vu. Hat in der letzten Folge den Scheiß gemacht hier. Ach Jako, ja, du weißt doch, alles hat einen höheren Zweck. Landen in Sisyphus. So. Ja. Und da, der fehlende Fleck ist wieder drin. Hier ist auch noch. Juhu. Hier ist auch noch eine Lücke in den Spikes. So. Dann, wo muss ich weiter fortsetzen? Wo warst du aufgehört? Ich war vorne an der Ecke. Also quasi rechts wenn von der Rampe, wenn du da weiterlaufst, genau, wenn du weiterlaufst. Hast du auf die... Ja. Auf die Holzdinger gebaut. Ja, kann man machen. Ja klar, so brauchst du am wenigsten Erde. Nö, klar. Moment, apropos, hier kommt man aber nicht hoch. Irgendwer benutzt da schon wieder Gewehre. Ja, ich habe eben den Ferrel auseinandergenommen, den die Schreierin angeholt hat. Wo ist das Mistvieh? Die Schreierin? Hab keine gehört. Ja, die ist bei der Luke. Auch was? Auf der anderen Seite treibt sich auch ein Zombie rum. Ach, ist der bei mir, ist er tot. Wahrscheinlich. So, keine Ahnung, wo die Schreierin ist. Ist voll tot. Jetzt, wo ich den Hammer rausnehme, krepierst du oder was? So muss das. Nur androhen. Dann sehen sie dich und fallen schon um. Merkt es schon.
So, dann schauen wir weiter. Da müssen wir gerade nichts reparieren. Da haben wir ein paar Spikes. Das ist ja noch hakeliger, da die Erde zu platzieren auf den Rampen drauf. Wie? Wo? Was? Oh, die Rampen, das ist schwierig. Also diese Holzrampen, die sind ja immer so als ganzer Block. Ja. Weiß man nie, schwebt die Erde jetzt oder nicht? Oder, ja, hier schwebte sie. Die Lootkiste wolltest du gleich stehen lassen für morgen? Ja, vielleicht können wir sie ja nutzen. Ja, wenn sie wieder an der Ecke kommen schon. Ja, Spikes ist erfolgreich. Schwierig. So, da passt alles dazwischen. Die Spikes. Weißt du, Hauptsache wir haben Dach. Ja, Dach ist wichtig. Ohne Dach geht nichts. Naja, sonst regnet es ja rein. Eben. Ja, nur an der Treppe. Naja, ganz punktuell. Stell dir mal vor, die Zombies kommen rein und dann wird ihnen kalt, weil es oben reinregnet. Das geht ja gar nicht. Du sorgst dich schon wieder mehr um die Zombies als um uns. Ich merke das. Es ist dramatisch. Wirklich? Stimmt. Und da soll ich jetzt noch eine dritte Reihe dazusetzen, Koja, in deiner dritten Reihe? Also in deiner dritten Verteidigung? Was? Bei meinen dritten noch eine Reihe dazusetzen. Das ist schön. Oder doppelt, das ist gut. Oh Mann. Ein ganz heißes Spiel. So ist es. Moment mal, wo ist dieser Koja? Jetzt kriege ich erstmal eine dritte Reihe. Also, ne? Erstmal mit dem Hammer dafür gesorgt, dass ich dritte brauche. Nein. Friendly Fire ist ja deaktiviert. Ja. Was aber nicht deaktiviert ist. Hör doch auf mit dem Scheiß. Ist das Todesmax drin? Oh gut. Haben doch keine Zeit. Für Blödsinn haben wir immer Zeit. So. Oder siehst du das anders? So, welche dritten wolltest du mir? Egal, mach weiter. Okay. Mach weiter. Mach einfach weiter. Du so, als wäre nichts. Genau. Geh weiterhin die Zombies bemitleiden. Die haben es wenigstens verdient. Boah. Also da, der Bär hat zum Beispiel einiges rausgerissen, ja. Ach, er stellt schon wieder fest, dass er Durst hat. Ja, dann gib ihm doch endlich was zum Trinken. Sei nicht immer so herzlos. Stöhnt mir da wieder ins Ohr. Oh, da waren Zombies. Das ist moderne Kunst, was ich hier irgendwie mache, so diese... Diese Reihen an Erde. Und was? Hatten wir heute Nacht Zombie-Besuch? Ja, wir hatten mehrere Zombies. Eigentlich habe ich sie schon entsorgt, dachte ich, aber wohl nicht. Nee, in der Ecke nicht. Ach was? Das sind die Schreierin an KR geholt hat. Die habe ich ja zerschossen, aber ich wollte es nicht vom Dach runterhopsen. Oh ja. Hauptsache Dach. Genau, Dach. Dach. Ich glaube, wir beauftragen dann einfach Xar, dass er uns den Pool füllt. Der ist dann in 0, nix voll. Der Dachbeauftragte. Hätte er nicht ein Dach gebaut, hätte man es einfach reinregnen lassen können. Aber da hat ja macht aber schön, Koja. Ja, ich weiß nur noch nicht, wie ich ihn dazwischen... Indem du immer... Also da oben musst du es weghauen. Was muss ich weghauen? Nein, nicht die. Die musst weckern und da musst Erde reinsetzen.
Ja, dann mach mal. Ich habe keine Erde. Ja, aber weghauen. Warte mal, ich habe aber noch Erde zum Produzieren. Ich habe jetzt echt Probleme mit den Zwischenlücken. Da bin ich irgendwie zu dumm für. So, wo ist denn die Erde? Da habe ich welche. So. Also zuerst einmal setzt das da drunter, damit du da eine Fläche hast. Und dann da drauf. Dann müssten wir sie irgendwie draufsetzen, oder? Also das, ja. Das ist nochmal so wie nochmal eine Reihe vor dann. Genau. Ne? Weil wirklich genau... Da ja. So, schon her. Ja, dann mache ich es gerade richtig quasi. Mhm. So, dann haue ich da oben weiter weg. Geht dann halt nochmal eins raus, weg. Aber ist okay, das kriegen wir schon hin. Ja, anders geht's nicht. Also ja. Ich wüsste zumindest nicht wie. Ja, fast Rampenprofi. Koja, könnte man es gleich ausmachen, dass wir in der nächsten Alpha keine einzige Rampe bauen. Da werden wir nicht auf den Berg bauen. Oder dass nur Xar Rampen baut. Ja, ja, da werden wir auf jeden Fall bei der Alpha 16, ich denke schon, dass wir da neu anfangen werden. Ne? Das steckt ja da quasi drin. Also ich denke, da machen wir mal einen Neustart mit neuer Idee. Aber ja, da ist dann... Nicht am Berg. Können ja mal die Zuschauer schreiben. Was dann? Mal im Bunker in die Erde? Obwohl, ich finde das doch ein bisschen öde. Das ist aber langweilig. Eben, ich sage ja, das ist öde. Ja, da kann man ja dann gar nicht runterschießen. Nee. Aber vielleicht irgendwie, keine Ahnung, einen großen Turm bauen mal oder sowas. Oder. Oh, jetzt habe ich Scheiße gebaut. Keine Ahnung, was kann man noch machen? Einfach mal. Kann ja mal in die Kommentare schreiben. Eine Burg bauen, ja. Auf dem Berg. Mit 100.000 Rampen. Mit Rampen. Oh Mann. Nee, was gäbe es denn für coole? Ich meine, man könnte mal. Ja, wir wollten doch letztes Mal schon dieses Hotel für uns beanspruchen. Oder wir machen mal eine Challenge. Nur Holz. Ach du Scheiße. Inklusive Außenwand? Ja, ja, alles. Nee, man darf nur Holz, nur diese Holzwände bauen. Also schon dann, weiß ich mal, mit Eisen verstärken oder so, aber ansonsten nur Holzzeug bauen. Das wäre doch auch mal eine Challenge. Oder die Challenge, keine Schusswaffen. Also keine, okay. keine Wummen. Ja, Bogen, wir könnten sowas. Das nächste Mal ein Fallensystem rund um unsere Base bauen. Ja, oder dass man mal so ein Militärcamp macht, genau. Dass man dann also mit Minen arbeitet und so ein Spaß. Nein, nicht das, sondern mit Fallgruben und so Scherzen. Ach, sowas. Mhm. Das ging auch. Die wir aber sogar von unten bedienen können und so. Was? Bedienen? Ja, na, dass wir die Zombies dann auch looten können. Ach so, bringt dass wir dann dort Ausgänge haben. Dass wir dann Ausgänge haben, genau. Um unten reinzukommen, sowas. So, genau. Wartungsschächte für die Fallgruben. Gut, ja, das ist so ging, ähnlich. Das ging schon, ähnlich, ja. Das ging schon, aber ich fänd so eine Challenge auch irgendwie cool, mal nur Holz bauen. Ja, warum? Du bis Tag 30 geht es, dann wird's lustig. Also das bei Tag 30 bin ich dann krank. Ach naja, also wie gesagt, meine, so ein bisschen Herausforderung ist ja eigentlich ganz cool, oder? Also, ich meine, wenn da mal die Basis eingerannt wird, dann ist er halt eingerannt, dann gibt's die nächste Challenge oder so. Ja gut, wir haben es auch überlebt, dass sie uns überrannt haben, haben sie an der Staffel auch gemacht. Ja, ja, da waren sie oben mal kurz drin. Ja. Zweimal. Zwei Folgen hintereinander, Koja. Ja. War nicht normal. Ja. Oder, dass... Ach, wie schön, dass doch hier gerammt ist. Weil er nicht mehr an einer Stelle spawnen, sondern, bei jeder Person könnte man auch machen, jeder baut sich eine Base. Mhm. Mit einem bestimmten Regelsatz und der, wo am längsten überlebt, gewinnt. Ein bisschen Challenge, ja, da habe ich dann natürlich astreine Karten. Hast du noch Spikes, Danu, dass wir die noch setzen können? Wohin? Ach so, ja, da hier davor? Die Reihe fehlt ja noch, oder? Nee, da sind es doch schon drei. Ach so. Das war jetzt nur, damit es reinrennen und nicht und drauf, wenn, also... Wenn du hier eine Reihe davor setzt, dann rennen sie nicht mehr rein. Dann stehen die schon wieder so vor.
Nein, da kann ich noch eine. Wir haben jetzt quasi zwei vorbauen müssen. Naja, ne? Denke auch. Dann könnte man noch. Und was man hat, hat man, oder? Aber Folge ist auch schon wieder. Ach du, es ist schon wieder überlang. Überlang, oh, ich habe irgendwie 25 Minuten gelesen, wir sind ja bei 35. Ja, aber wir haben Rampe. Brauchst du schon eine Brille? Das ist so winzig auf dem anderen Monitor. Ach so. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann läuft es auch schon ganz scharf in Richtung Nacht 6 und, ja, Nacht 56. Genau, das ist es, was ich sagen wollte. Ach du Scheiße. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.